Du hast schon so viel versucht, um in der Beziehung zufriedener zu werden. Wirklich geändert hat sich aber nichts. Du kannst und willst nicht mehr verzeihen. Du willst nicht mehr enttäuscht werden. Aber du fragst dich auch, wie du denn die Trennung durchhalten kannst, ohne wieder erneut klein beizugeben. Und auch natürlich, ohne vielleicht deinen Kindern zu schaden. Mein Name ist Petra Ahrweiler. Ich bin Psychologin für Selbstvertrauen in Beziehungen. Und ich zeige dir hier jetzt drei wahre Schätze, mit denen du die Trennung endlich durchziehen kannst, ohne zu zweifeln und auch ohne dich schuldig zu fühlen. Diese Schätze, die schlummern sogar schon in dir und warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Der nachhaltigste Schatz zum Hartbleiben ist außerdem der dritte. Deshalb bleib unbedingt dran bis zum Schluss von diesem Video. Da gebe ich dir außerdem auch noch ganz konkrete Tipps an die Hand zur Umsetzung der Inhalte hier von diesem Video, weil nur dann, wenn du das konkret auf dich und deine persönliche Situation, deine Persönlichkeit umsetzt, dann hast du ja auch wirklich was hier von diesem Video. Also genug der Vorrede, legen wir los. Wenn du dich schon mit Trennungsgedanken häufig beschäftigt hast oder vielleicht sogar schon öfters Schluss gemacht hast, aber immer wieder umgekippt bist, dann lade ich dich jetzt dazu ein, auf einer Skala von 0 bis 100 dich einzuschätzen. Die 0 bedeutet, dass die Beziehung, dass die ganz sicher nicht mehr in eine glückliche und erfüllende Beziehung sich verwandeln lässt. Die 100 dagegen bedeutet, dass du auf jeden Fall denkst, dass da noch was zu erreichen ist. Wo schätzt du das ein? Du liegst sehr weit unten auf dieser Skala und wahrscheinlich auch mit deinen Nerven. Und trotzdem zweifelst du, ob dein Partner oder deine Partnerin noch eine Chance bekommen sollte von dir, dann nutze den ersten Schatz, um es dir leichter zu machen, indem du die folgende Frage beantwortest. Wenn die andere Person dir schon x-mal versichert hat, etwas zu verändern, weshalb sollte das jetzt passieren? Wenn du noch einmal klein beigibst, wenn du verzeihst, über deine eigenen Grenzen gehst, kannst du damit nicht zu einer erfüllenden Beziehung beitragen. Der Erfolg, der wird nicht wahrscheinlicher, glaub's mir. Menschen, die zu mir in meine Praxis kommen, die schildern mir das oft. Sie erzählen mir, was sie in den verschiedensten Variationen immer wieder versucht haben, immer wieder im Grunde genommen das Gleiche. Wenn ich sie frage, wie oft sie das schon probiert haben, dann kommt oft, ob, bestimmt 100 Mal schon. Deshalb sage ich dir jetzt, das 101. Mal macht es nicht wahrscheinlicher. Mach was anderes. Wenn du die Chance auf eine gute Beziehung bei der Skala so niedrig einschätzt, dann ist es wirklich Zeit, dass du dich trennst. Du schadest dir selbst damit, deinen Kindern und im Endeffekt sogar auch deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn du immer wieder das Gleiche tust, die gleichen Dinge und gleichzeitig neue Ergebnisse erwartest. Du wirst ja unglaubwürdig. Schon Albert Einstein hat gesagt, es ist die reinste Form des Wahnsinns, immer weiter das Gleiche zu tun und eine Veränderung zu erwarten. Lässt du dich schnell wieder umstimmen? Müsstest du selbstsicherer auftreten, um ernst genommen zu werden? Dann schau dir unbedingt dieses Video an, in dem ich dir zeige, wie du souverän auftreten kannst, einfach und das ganz schnell trainieren kannst. Der zweite Schatz, der schon in dir schlummert und mit dem du eine Trennung dir leichter machst, das ist die Erfahrung, die du hast. Nutze deine Erfahrung.
Du weißt aus der Vergangenheit, wohin du zurückkehren würdest. Hast du oft Bauchschmerzen oder Verstopfung oder Durchfall, Herzrasen oder sogar Atemprobleme? Bekommst du häufig Heißhunger auf Süßes? Fällt es dir schwer, dein Gewicht zu halten? Dein Körper zeigt dir mit psychosomatischen Beschwerden, wie verletzt und wie gestresst du durch all diese Verletzungen bist. Christian Morgenstern hat dazu schon treffend gesagt, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Du hast Angst, dich zu trennen, weil du Angst vor dem Alleinsein hast. Dann schau dir unbedingt dieses Video auch von mir an. Schau da mal rein. Da gebe ich dir drei Auswege bei Angst vor Trennung und vor dem Alleinsein. Mal ehrlich, wer hat etwas davon, wenn du so weitermachst wie bisher und zum körperlichen und zum psychischen Wrack wirst? Deine Kinder ganz bestimmt nicht. Deine Kinder brauchen dich, um die häufigsten Streits und ihre Schuldgefühle bewältigen zu können. Deine Kinder denken nämlich oft, sie hätten etwas selber dazu beigetragen, dass die Eltern sich streiten. Lass sie damit nicht alleine. Sei für deine Kinder da und befreie sie aus diesem ständigen Aushalten von Konflikten, von Abwertungen, von Respektlosigkeit und vielleicht sogar der körperlichen Gewalt, die da zwischen euch schon in der Partnerschaft abläuft. Der dritte Schatz zum Trennung durchziehen ist ganz besonders nachhaltig. Du kannst aus dieser Krise lernen. Mach dir jetzt klar, welche Chancen für deine persönliche Entwicklung darin stecken. Vielleicht besser lernen, Nein zu sagen, den Mut für positive Zukunft entwickeln, deine Fähigkeiten in einem unabhängigen Leben entdecken. Mach dir die Aussicht auf ein glückliches Leben bewusster. Schreib dir jetzt auf, direkt, was eine Trennung für dich persönlich auf eine positive Art und Weise bedeutet. Male dir ganz konkret aus, welche Vorteile du durch eine Trennung haben wirst. Natürlich gibt es viele Nachteile, klar. Wie zum Beispiel finanzielle Belastungen, Drohungen, der Rosenkrieg. Aber das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht dran. Da machst du dir sowieso schon genug Sorgen drum. Die brauchst du jetzt ja nicht auch noch aufschreiben. Notiere dir jetzt, wie du morgens dein Frühstück machst und es entspannt genießen kannst, ohne die dicke Luft, die sonst schon dabei im Raum herrscht. Oder wie du schnell einschläfst, weil du dir nicht mehr darüber den Kopf zergrübeln musst, ob du dich jetzt trennst oder nicht. Und wie du zum Beispiel vielleicht alte Hobbys wieder aufnimmst, die du durch die vielen Beziehungsprobleme vernachlässigt hast. Schreib auch dazu, was du gelernt haben wirst, wenn du die Trennung durchziehst. Beispielsweise, wie du dich besser abgrenzt. Bewahre den Zettel mit deinen Notizen an einem Ort auf, der dich immer wieder daran erinnert. Oder speichere es einfach in deinem Handy als Notizfunktion ab. Jedes Mal, wenn du in deiner Entscheidung schwankst, kannst du es dann wieder aufrufen. Noch mehr Inspirationen für dein Selbstvertrauen findest du außerdem in dieser Playlist. Schau da auf jeden Fall auch rein, um dich noch mehr zu stärken. Gehe deinen Weg jetzt!